um so ein Fauxpas hier zu lösen, weil, pass auf, ich zeige euch, was ich getan habe. Wir haben ja die normalen Joy-Cons, die sind ja überall reinslidebar, wie ihr seht, ne? In alle möglichen Zusatzartikel etc. Und die haben auch diese Freunde hier, die ja eigentlich so, zack, verbunden werden. Okay? Wenn ihr die lösen wollt, geht ihr hin und drückt hinten drauf und könnt ihr ja wieder rausziehen. Beziehungsweise hier entloggen. Ne? So, das heißt, hier unten haben wir einen Freund, der die Sache hier loggt und entloggt. So, zack, seht ihr? Wir können also die reinsliden. Zack, jetzt ist er drinnen, fest. Und hier können wir das Log benutzen, um es wirklich zu locken. Ne? So, seht ihr, ich kriege das nämlich auch ohne das Drücken von hinten, indem ich auf den Lock-Knopf drücke, ist es fest. Indem ich ihn entlocke, ist es jetzt nur noch hier oben fest und kann dann mit dem Drücken von hinten rausholen. So, wenn ihr jetzt das Ding falsch rum drauf habt, so wie hier, seht ihr, Plus ist da, Minus ist da. Oh oh, jetzt ist es erstmal fest. Wenn ihr hier drückt, passiert jetzt gar nichts mehr. Nichts passiert. Deshalb müsst ihr jetzt diesen Lockfreund hier lösen. Habt ihr gesehen? Ich habe den jetzt nach außen gesetzt und jetzt kann ich nämlich durch dieses Entfernen nach unten raus swipen. Nochmal, wenn ich es richtig rum reinsetze, ist ja alles gut. Ne? Wenn ich es aber falsch rum reinsetze, haben wir ein Problem. So, wir kriegen das also rein. So, Minus an Minus, alles okay. Jetzt ganz normal hier rausfahren. Wenn ich es aber jetzt andersrum reinsetze, also von hier nach da, seht ihr, ist da eine kontroverse Stellung, die jetzt, wenn das Log-System drin ist, weil ihr da dran gekommen seid zum Beispiel, nicht mehr lösen ist. Hier kriegen wir auch nichts mehr mit dem Knopf hin. Wenn wir hier aber jetzt das entlocken, zack, können wir es wieder rausnehmen. Puh, also ist gar nicht so schwierig. So kriegt ihr diese besagte Freundin von unserem Joy-Con entfernt. Und danach natürlich richtig rum reinmachen. Und dann braucht ihr auch hier den Lockfreund nicht mehr benutzen, weil das automatisiert geht. Dann könnt ihr hier hinten drauf drücken und kriegt es so wieder raus. Puh, yeah.